Gut, gucken wir uns den Herrn kurz noch mal ein bisschen an. Jo. Nur so ein bisschen. Dadurch kann sich die Situation weltweit, aber auch in Österreich schnell zuspitzen und wir werden daher weiterhin als Bundesregierung stetig die aktuelle Korruption. Habt ihr dazu irgendeine Bemerkung? Diese Lautsprache, was ist damit? Oder wenn unten während Nachrichten irgendwelche Aktienkurse eingeblendet werden? Das ist Hypnose, das ist Ablenkung. Wir können ja sowas machen, also dass Hörgeschädigte sowas optional zuschalten können. Why not? Aber wir brauchen das doch nicht. Also das ist eine Hypnosetechnik, diese Gebärdensprache einzublenden. Ist euch das klar? Aber wir müssen auch Mitleid mit denen haben. Hat nichts mit Mitleid zu tun. Man kann es optionell da einschalten, ohne Probleme. Lage evaluieren und wenn notwendig auch weitere Maßnahmen entscheiden. Evaluieren und dann entscheiden. Maßnahmen entscheiden. Wow. Wie konkret ist das? 0,0. Ich lasse mal ein bisschen laufen, mal gucken, ob er irgendwas rauszieht. Werden als Bundesregierung schon nächste Woche versuchen, zu evaluieren, wie die Situation im Moment dasteht und ob es zu einem weiteren Anstieg der neuinfizierten Zahlen in Österreich kommt. Die steigende Anzahl von Neuinfizierten führt natürlich gezwungenermaßen zu einem notwendigen Nachschärfen bei den Maßnahmen, genauso wie eine Verbesserung der Situation dazu führt, dass man Maßnahmen wieder zurückfahren kann. Es wird weiter weltweit und auch in Österreich Wellenbewegungen geben zwischen einem Anstieg und der Reaktion darauf und dadurch dann wieder einem Abflachen und dem Zurücknehmen von Maßnahmen. Was kann man dazu so sagen? Ja, weitere Verwirrung. Du weißt nicht, was kommt. Und es geht eben immer um dieses PCR-Verfahren. Ja, je mehr man testet, desto mehr zeigt dieses Verfahren positive an. Und wer sich mit den Zahlen befasst, der weiß, der falsch positive Test ist im Bereich über 90%. Und das ist kein Test. Was mir aufgefallen ist der Zeitsprung. Wir haben letzte Woche, ganz am Anfang des Beitrags, wir haben letzte Woche versucht zu evaluieren, was die Situation im Moment ist. Ja. Also der switcht quasi aus einer vergangenen, wir haben es letzte Woche versucht, aber zu evaluieren, aber die Evaluation bezieht sich auf den jetzigen Moment. Also sprich null Information. Und er projiziert jetzt die Zukunft, dass sie sich in Wellenbewegung befindet. Richtig, richtig. Also Cool. aus der Vergangenheit in die Gegenwart und dann in die Zukunft. Und was ist seine Basis, diese Wellenbewegung zu prognostizieren? Eine Kontinuität der Brisanz der Lage zu suggerieren. Also er guckt jetzt in irgendeine Glaskugel. Richtig. Aber diese Glaskugel, die er möglicherweise manipuliert hat, weil er weiß, mit wie viel Incentivierungen, Belohnungen Ärzte korrumpiert werden, um möglichst viele Tests, damit möglichst viele falsch positive Ergebnisse zu erzeugen. Und damit weiß er, dass er dadurch die Glaskugel manipulieren kann.
dabei stets als Bundesregierung dem Zugang folgen, den wir auch bisher gewählt haben, nämlich so viel Freiheit wie möglich und so viel Einschränkung wie notwendig. Und er kann das beurteilen. Er kann den medizinischen, naturwissenschaftlichen Hintergrund dieses Virus, dieses PCR-Verfahrens beurteilen. Kann er. Er hat da die Kompetenz dazu. Also ich wüsste nicht, den Kompetenzunterschied von einem Kindergartenkind hinsichtlich biochemischer Evaluierung eines PCR-Verfahrens und ihm. Also ich würde den Unterschied nicht kennen. Ich würde mich gerne mal mit Herrn Sebastian Kurz über dieses PCR-Verfahren unterhalten. Ich würde mich gerne mit Herrn Sebastian Kurz über die spanische Grippe und die zweite Welle unterhalten. Vielleicht könnt ihr dabei was lernen. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer sowie allen Landesverantwortlichen, ganz besonders den Landeshauptleuten, dafür bedanken, wie gut die Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Krise bisher funktioniert hat. Und wir wollen diesen gemeinsamen Weg auch im Herbst und Winter genauso fortsetzen. Er möchte sich bei diesen Herrschaften bedanken. Hat er schon ein Telefon? Kann ihn anrufen, sagen Dankeschön. Brief schreiben, E-Mail schreiben. Was hat er davon, das öffentlich zu machen? Also er möchte seine ihre Autorität weiter stärken vielleicht. Im Außen- also das heißt, er möchte sich nicht bedanken, sondern er möchte Appell an Autorität aufbauen. Genau. Also wenn er sagt, er möchte sich bedanken, dann geht es ihm nicht darum, dass er sich bedankt. Weil das kann man auch anders machen. Und auch wenn uns die vergangenen Monate sehr viel abverlangt haben, so kann man zusammen... Wenn uns die vergangenen Monate sehr viel abverlangt haben... Das ist wieder Herr Dr. Markus Söder, wir. Was hat es ihm abverlangt? Wie oft trägt er seine Maske? Von wem kriegt er sein Geld? Welche Einschränkungen hat er? Was glaubt ihr, welche Einschränkungen der hat? Keine, sein Unternehmen geht da nicht pleite. Passend. Durchaus sagen, dass Österreich im internationalen Vergleich die Krise bisher so sehr gut gemeistert hat und gut durch diese Krise gekommen ist. Und aus meiner Sicht hat das einen ganz besonderen Grund, nämlich der Zusammenhalt in unserer Bevölkerung. Und dafür möchte ich auch Ihnen, sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher, heute noch einmal ganz herzlich danken und ich verbinde es mit einer Bitte. Danke, 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 danke. Wofür? Soll er doch mal konkret werden, was den Zusammenhalt da ausmacht. Also was hat er bisher gesagt? Zero? Nix. Nix. Wahrscheinlich ist er dankbar, dass wir ihn noch nicht gestürzt haben. Vielleicht seien wir auch diesen Herbst und Winter so diszipliniert wie möglich. Wenn wir die Grundregeln einhalten, insbesondere das Abstand halten, dann können wir auch diese herausfordernden Monate, die vor uns liegen, gut überstehen. Davon sind wir überzeugt. Wie kommt er dazu, dass die kommenden Monate herausfordernd sein werden? Weil er die Gesetze kennt, die erlassen wird, oder? Weil er weiß, wie viel Unternehmen in den Bankrott, in die Insolvenz gehen. Weil er weiß, wie viele Arbeitsplätze zerstört werden. Weil er weiß, wie das öffentliche Leben lahmgelegt wird. Aber nochmal, hat Jura studiert. Was weiß der von medizinischen Grundlagen? Warum erzählt er euch nicht, was ihr tun könnt, um euer Immunsystem zu stärken? Warum hat er sich noch nie die Frage gestellt, warum einige Menschen asymptomatisch agieren. Vielleicht, weil sie ein starkes Immunsystem haben.
Vielleicht macht es Sinn, den Menschen zu erklären, wie sie asymptomatisch agieren, weil das Immunsystem stark ist. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben es mittlerweile natürlich nicht nur mit einer Pandemie, sondern auch mit einer Weltwirtschaftskrise zu tun, die wir in diesem Ausmaß lange nicht erlebt haben. Wir als kleines Österreich bleiben da nicht verschont. Dieses Jahr. Also das weiß er natürlich auch, dass es jetzt eine Weltwirtschaftskrise wird. Wie überraschend. Weiß er, welchen Einfluss er haben wird, um diese Weltwirtschaftskrise für Österreich entweder schlimm zu machen oder abzumildern? Hätte er den Einfluss, die Weltwirtschaftskrise für die Österreicher abzumildern? Dass die Leute normal, die Menschen normal zur Arbeit gehen können. Dass diese irrsinnige Maskenpflicht, ja, die die Menschen krank machen wird, die die Menschen in die Demenz führt, dass er diese abschaffen könnte. Weil es gibt keine wissenschaftliche Grundlage für diese Maskenpflicht. Diese Maskenpflicht ist vollkommen irrsinnig. Menschen kriegen Kopfschmerzen, Menschen werden krank davon, Menschen können davon nicht mehr arbeiten, nicht mehr lernen. Die langfristigen Folgen für die zukünftigen Generationen, die im jungen Alter quasi unter Sauerstoffmangel, unter Eigenvergiftung, durch Rückatmung dieser Toxine, die sie ausatmen, leiden werden, wird die intellektuelle Kapazität der Österreicher auf Dauer schädigen. Die langfristigen Wirkungen durch diese verdummende Wirkung dieser Toxine, die zurückgeatmet werden müssen, kann er die überschauen? Glaubt ihr, dass er seine Reden selbst schreibt? Glaubt ihr, dass so viel Inkompetenz, Dummheit, also ich glaube gar nicht, dass er so dämlich ist, wie seine Rede irgendwie den Eindruck erwecken könnte. Also wer von euch glaubt, dass er das Ding selbst geschrieben hat? Nobody. Warum stellt sich ein Bundeskanzler hin, ja, ein Kanzler hin und liest eine Rede ab, die er noch nicht mal selbst geschrieben hat? Das heißt, er ist ein einfacher Schauspieler. Er ist gar kein wirklicher Kanzler. Wird unsere Wirtschaft um rund 7% einbrechen, aber das ist die gute Nachricht, wir können uns sicher sein, nächstes Jahr kehrt das Wachstum zurück und das Comeback unserer Wirtschaft wird beginnen. Okay. Ganz sicher sein. Er kann sich sicher sein. Aber er weiß schon, dass es um 7% zurückgehen wird. Wow. Damit das gelingt, müssen wir natürlich neben den bestehenden Rettungspaketen, die wir geschnürt haben, alles tun, um die Attraktivität unseres Standorts zu stärken und so zusätzliche Arbeitsplätze gerade in Zeiten der Krise schaffen. Ich habe daher den Finanzminister und die Wirtschaftsministerin ersucht, gemeinsam mit allen anderen betroffenen Regierungsmitgliedern unsere Ziele im Regierungsprogramm zur Stärkung des Standorts vorzuziehen und sofort umzusetzen. Dazu gehört eine aktive Ansiedlungspolitik für Schlüsselindustrien. Dazu gehört ein ambitioniertes Gründerpaket. Denn gerade in einer Zeit, in der es vermehrt Insolvenzen geben wird, ist die beste Antwort darauf, Neugründungen zu erleichtern, den Kapitalmarkt zu stärken und damit möglichst viele neue Jobs entstehen zu lassen. Wie will man Neugründungen stärken, wenn die Wirtschaft so massiv zurückgeht, wenn so viele Menschen in die Arbeitslosigkeit gehen, wenn die Kaufkraft so massiv zurückgeht? Wie soll das gehen? Durch Rettungspakete, die geschnürt werden. Und wo kommt das Geld her? Von Steuergeldern, die zurückgehen. Aus der Druckerpresse. Eine neue Körperschaftsform, die Austrian Limited, die rasch und unbürokratisch Gründung und Beteiligung ermöglichen soll, ist bereits in Entwicklung
und steuerliche Anreize für die Finanzierung von KMUs, Startups sowie Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals in Unternehmen sind ebenso gerade in Planung. Bei all diesen Maßnahmen werden wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner natürlich stets auch die ökologische Transformation unserer Wirtschaft im Auge behalten. Denn das ist nicht nur gut für Umwelt und Klima, sondern wenn es uns gelingt, auch Exporteur ökologischer Innovation zu werden, dann ist das auch ein Jobmotor für unser Land. Wie will man Innovation stärken, wenn man die junge Generation von Atmen von frischer Luft abhält? Also Innovation hat was mit Brainpower zu tun. Und Brainpower mag keine Toxine in der Atemluft. Wie soll es gehen? Es ist ein Märchen, was er hier den Österreichern auftischt. Wir hatten heute vor einem Jahr rund 330.000 arbeitslose Menschen in unserem Land. Am Höhepunkt der Krise waren wir bei 590.000 Arbeitslosen in Österreich. Mittlerweile ist die Zahl wieder auf 420.000 gesunken, aber es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten die Arbeitslosigkeit noch einmal ansteigen wird. Bundesministerin Aschbacher hat daher in den letzten Monaten auf Hochtouren eine Arbeitsstiftung vorbereitet, damit wir in den nächsten Jahren bis zu 100.000 Menschen durch diese Arbeitsstiftung in Zukunftsbranchen vermitteln können. Wir wissen, dass im Bereich der Pflege, der Gesundheitsberufe, der Digitalisierung rund 100... Was habe ich schon drauf gewartet? Hat er da Digitalisierung gesagt? Okay. Also ihr seht, wo der Zug hingeht. KI, Digitalisierung. Er hat es gesagt. Ja, ich meine, gut, Zweifler sagen jetzt wieder, das ist, schon ewig so, das Thema mit Digitalisierung. Ich habe das tatsächlich auch bei solchen, oder mit Schrecken, es gibt also im Internet auch so Plattformen, sage ich mal, für Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, wie das, das haben wir jetzt auch umbenannt, Gedankentanken hieß das früher. Und als die sich so neu aufgestellt haben, waren auch so eins der Themen, die vorne mit dran waren, waren 5G und Digitalisierung. Also da war ich schon echt erschrocken. Also ich habe das Wort vor einigen Monaten noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Erst durch diesen Alexander Laurent. Na, in der Wirk oder in der Bedeutung nicht, aber das ja. Wort selber in Bezug auf, dass wir halt jetzt alles auf, also ich sage jetzt mal Beispiel Apotheke, dass zum Beispiel von Rezept auf Papier auf E-Rezept umgestellt werden soll, dass Daten halt auf Computer übertragen werden, dass in diese Richtung Digitalisierung, das ist schon ganz lange ein Thema. Und das ist halt die Frage, ob wir in die Richtung erstmal, oder die meisten Leute denken, dass er erstmal nur in die Richtung jetzt argumentiert. Das heißt EDV-Technik. Genau. Ja, aber Digitalisierung ist was anderes als EDV-Technik. Aber dieser Begriff wurde, soweit ich weiß, in den letzten Jahren synonym dafür verwendet. Genau. Das, wir wissen ja jetzt, was damit mehr noch gemeint sein kann, aber der Begriff selber ist schon lange da. Und neue Stellen entstehen werden in den nächsten Jahren. Und es wird wichtig sein, Menschen aus der Arbeitslosigkeit in diese offenen Stellen zu vermitteln. Diese Potenziale wollen und müssen wir nutzen. Es hat sich nicht nur unser Arbeitsmarkt massiv verändert, sondern auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, die hat sich für viele von uns während der Pandemie stark verändert. In den letzten Monaten waren rund 40% unserer Bevölkerung teilweise oder vollständig im Homeoffice. Und ich bin sicher, viele davon werden nach der Pandemie wieder vollständig in ihre Büros zurückkehren. Aber in einigen Bereichen wird das Homeoffice natürlich bleiben. Homeoffice wird bleiben. Das bedeutet, wer konkurriert mit den Österreichern, die im Homeoffice arbeiten? Ganze Welt. Indien, China und so weiter. Genau. Und das heißt, das Lohnniveau wird sich an diesem Lohnniveau in Indien, in China anpassen. Also sehen wir schon wieder, dass diese Deal-Liste sehr, sehr passend ist.
Doch schöne Voraussetzung, oder? Wo geht dann die Kaufkraft hin? Wo geht dann die Kaufkraft für innovative Produkte hin? Die Pflegekräfte werden aufgestockt. Das bedeutet, die Krankenkassenbeiträge werden aufgestockt. Das heißt, die Menschen haben noch weniger Geld in ihrem Portemonnaie. Ihr seht, Diegel wird umgesetzt. Die Arbeitswelt und die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich verändert. Und es gibt zahlreiche rechtliche Fragen zu klären, da unser Arbeitsrecht noch aus einer Zeit der Produktion, der Industrialisierung stammt und mit Homeoffice und Teleworking wenig anfangen kann. Ich habe daher die Sozialpartner gebeten, hier Vorschläge zu erarbeiten, um eine verbesserte gesetzliche Grundlage für das Homeoffice zustande zu bringen. Es soll weiterhin so bleiben, dass Betriebe frei entscheiden können, wer von wo arbeitet, aber die rechtlichen Regelungen, die Rahmenbedingungen, die müssen für alle klar sein. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die war während des Lockdowns eine ganz besondere Herausforderung. Die Schülerinnen und Schüler waren von heute auf morgen aus ihrem tagtäglichen Umfeld herausgerissen. Viele Eltern wurden über Nacht zu Lehrern zu Hause. Und für die Lehrkräfte war es eine Herausforderung, auf einmal über die Distanz mit digitalen Kanälen zu unterrichten. Und niemand hat sich je zuvor auf das vorbereitet. Die Schulschließungen haben massive Herausforderungen gebracht für berufstätige Eltern, die auf einmal noch stärker als bisher Beruf und Familie auch tagsüber unter einen Hut bringen mussten. Und wir haben uns daher entschieden, die Möglichkeit der Sonderbetreuungszeit, die wir eingeführt haben, im ersten Halbjahr weiter zu verlängern. Das bedeutet, dass unser Ziel selbstverständlich ist, dass die Schulen offen bleiben. Aber wenn es zu temporären, lokal begrenzten Schließungen von Klassen oder Schulen kommen muss, dann wird es auch im Herbst die Möglichkeit eines dreiwöchigen Sonderurlaubs geben, um der Kinderbetreuung nachzukommen, wenn das notwendig ist. Also es gibt jetzt Lockdowns, es gibt jetzt eine dreiwöchige Sonderbetreuung. Das heißt, für die Arbeitgeber, die dann schon ein Problem haben, kriegen dann noch ein größeres Problem, weil die Eltern, die jungen Eltern, jetzt auch nicht mehr zur Arbeit gehen müssen. Also es ist der absolute wirtschaftliche Kollaps, der da jetzt im Raum steht. Also ihr seht, die haben jetzt so ein Scheinargument des gefährlichen Virus geschaffen, um jetzt die Wirtschaft zu zerschlagen. Und das ist, was er erzählt. Es ist eine ganz bewusste Zerschlagung der österreichischen Wirtschaft. Das ist ziemlich das Analoge, was der Dr. Markus Söder da für Bayern propagiert und erzählt, dass jetzt hier der Wirtschaftsmotor von Bayern, die Automobilindustrie, peu à peu zerschlagen wird. Darüber hinaus wollen wir in der Schule natürlich sicherstellen, dass das Zusammenspiel aus Lehrern, Schülern und Eltern in diesem Halbjahr bestmöglich funktioniert und werden dafür verstärkt auf digitale Kommunikationskanäle setzen, selbst wenn der Unterricht nicht von zu Hause, sondern wieder physisch präsent in den Klassen stattfindet. Also es gibt jetzt immer mehr digitalen Unterricht. Also man lernt wie in der Chemie oder Physik jetzt immer weniger mit allen Sinnen. Es wird alles digitalisiert. Und selbst wenn man sich in der Schule dann wieder ganz normal treffen könnte, wird die Digitalisierung vorangebracht. Also Digitalisierung ist das neue Monsterwort. Und da passt es ja auch, wenn wir per Chips digitalisiert werden.
Und irgendwann können wir uns dann mit unserer Digitalisierung bei einer Klassenarbeit direkt an Google anloggen. Das heißt, diejenigen, die sich später, die Schüler, die sich oder die Studenten, die sich nicht digitalisieren lassen, die nicht den Online-Zugang zum Wi-Fi haben und zu Google, die werden schlechtere Klausuren schreiben. Diejenigen, die sich nicht chippen lassen. Das ist doch eine tolle Zukunft, oder? Corona hat uns in den letzten Monaten auch daran erinnert und wir alle, glaube ich, haben das noch einmal so richtig gespürt, dass in den Supermärkten für einige Tage manche Produkte knapp geworden sind, wie wichtig eine stabile regionale Versorgung ist. Österreich ist ein exportorientiertes Land und das wird auch nach Corona so sein. Wir sind Teil einer vernetzten Wirtschaft und Teil von globalen Lieferketten. Allein die Tatsache, dass ein herkömmlicher Verbrennungsmotor in einem Auto aus 1400 Teilen besteht, viele davon in Österreich hergestellt werden, sichert bei uns im Land 300.000 Arbeitsplätze. Ähnlich ist es bei Mobiltelefonen oder Mikrochips. Diese Vernetzung der internationalen Wirtschaft, die wird bestehen bleiben, da es niemals möglich sein wird, komplexe Produkte an nur einem einzigen Ort mit Teilen aus einem einzigen Standort zu produzieren. Und als exportorientiertes Land sind wir Profiteur dieser international vernetzten Wirtschaft. Ohne diese international vernetzte Wirtschaft hätten wir unser Wohlstandslevel in Österreich definitiv nicht. Ist das so? Ohne diese internationale Vernetzung? Internationale Vernetzung heißt internationaler Wettbewerb. Internationaler Wettbewerb um Arbeitsplätze. Also hier nochmal Homeoffice, internationale Vernetzung. Wir haben mit dem Arbeitslohn in Indien, in China zu konkurrieren. Und deshalb ja auch die Bitte an die Arbeitsministerin oder sowas, dass entsprechend die Gesetzesgrundlage so geschaffen werden, dass die Unternehmer Jobs nach China, nach Indien auslagern können. Gleichzeitig gibt es aber Bereiche, in denen es durchaus möglich und auch wünschenswert ist, österreichische Produkte regional zu kaufen und zu konsumieren. Zum Beispiel bei den Lebensmitteln können wir ganz einfach als Gesellschaft in Österreich auf regionale österreichische Produkte setzen. Das ist gesund, es schützt das Klima und es sichert Jobs in der heimischen Landwirtschaft. Die öffentliche Hand wird daher mit gutem Beispiel vorangehen und wird künftig in allen öffentlichen Kantinen sicherstellen, dass noch stärker auf regionale Produkte zurückgegriffen wird. Wenn wir es alle gemeinsam schaffen, dass 20% regionale Produkte mehr in Österreich gekauft werden, dann schafft das bis zu 50.000 zusätzliche Jobs und bringt eine Wertschöpfung von rund 5 Milliarden Euro. Und also das würde ich sagen, ist was Positives. Da hat er was Positives gesagt. Nein? Andrea, warum nicht? Habe ich das falsch verstanden? Wenn so viele im Homeoffice sind, wozu brauchen wir dann Aufstockung in öffentlichen Kantinen? Okay. Verstehe ich nicht. Ist ein Widerspruch. Ja. Okay, was kann dahinter stecken? Eine Täuschung. Okay. Auf europäischer Ebene muss Ähnliches möglich sein. Es muss uns gelingen, das wirtschaftliche Auferstehen der europäischen Wirtschaft im nächsten Jahr zustande zu bringen und gleichzeitig die Krise zu nutzen, um unabhängiger von anderen Teilen der Welt zu werden. Das betrifft die Energieversorgung, genauso wie die Produktion von medizinischen Produkten oder neue Technologien. Die beschlossenen 750 Milliarden aus dem Recovery Fund sind eine gute Möglichkeit,
um unsere Wirtschaft wieder auferstehen zu lassen. Also da werden jetzt 750 Milliarden in die österreichische Wirtschaft gepumpt. Was bedeutet das? Dass die Betriebe verstaatlicht werden. Die Betriebe werden jetzt runtergefahren und diejenigen, wo dann der österreichische Staat hineinregieren darf, die kriegen dann die entsprechenden Subventionen. Das heißt, das Unternehmertum wird jetzt peu à peu abgeschafft. Weil diejenigen, die keine Subventionen bekommen, die können nicht überleben. Und diejenigen, die die Subventionen bekommen, die haben das zu tun, was der österreichische Staat sagt. Ist klar? Also das private Unternehmertum, das Unternehmertum, der Motor der Wirtschaft wird abgeschafft. Und wir kriegen einen europaweiten Sozialismus. Betriebe werden verstaatlicht. Muss aber auch genutzt werden für Investitionen in Zukunftsbereiche wie Ökologisierung und Digitalisierung. Ökologisierung und Digitalisierung. Logischer Irrtum, etwas zu verknüpfen, was nichts miteinander zu tun hat. Also werden die Landwirte in Österreich mehr produzieren? Möglicherweise, wenn der Wald abgeschafft wird. Aber, Edgar, sei mal ruhig. Aber es geht immer um diese Digitalisierung. Also es ist genau das, was Alexander Laurent sagt. Wir sollen digitalisiert werden. Es gibt jetzt einen Sozialismus und in diesem Sozialismus gibt es so soziale Bewertungseinheiten. Diejenigen, die sich sozial konform verhalten, die kriegen gewisse Privilegien und die anderen, die sich dem Staat nicht unterwerfen, kriegen Schwierigkeiten. Wir unabhängiger werden und in Bereichen, in denen es in Zukunft immer mehr Wachstum und Wertschöpfung geben wird, auch als Europäische Union stärker werden. Sehr geehrte Damen und Herren, in Zeiten von Krisen gibt es neben den Verlierern immer auch Gewinner. Und wir wissen, dass gerade diese Pandemie für Tourismus, Gastronomie und Reisebranche, für Dienstleister, den Handel, die Kulturschaffenden und viele andere eine ganz große Herausforderung darstellt. Ihr seid die Verlierer. Gastronomie, Tourismus, Kulturschaffende. Ihr seid die Verlierer. Wir sind die Gewinner. Und es ist unsere Aufgabe als Bundesregierung, alles zu tun, um diese Branchen bestmöglich in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Was wir aber auch sehen müssen, ist, dass es vor allem in den USA und Asien Technologieunternehmen gibt, die die großen Krisengewinner sind. Das kann uns gefallen oder auch nicht. Und wir werden auch weiter dafür kämpfen, dass internationale Digitalgiganten faire Steuern bezahlen. Aber wir müssen uns schon auch bewusst werden, dass in diesen Bereichen langfristig mehr und mehr Wertschöpfung drin sein wird. Also es geht darum, die weltweiten Digitalgiganten in Österreich anzusiedeln. Es geht alles nur um Digitalisierung. Also wer richtig hinhört. Und digitalisiert werden wir, indem wir durch die entsprechenden Chips, indem wir die entsprechenden Chips implantiert bekommen. Und wo Alexander Laurent sagt, diese Chips haben eben auch einen Knopf, zur Selbstzerstörung. Das ist das absolute Sklaventum, was da jetzt eingeführt wird. Also ich habe am Anfang auch den Alexander Laurent als so einen komischen irgendwie empfunden, aber es sieht so aus, dass das alles Plan ist. Wollt ihr dabei sein bei dieser Digitalisierung? Wer will dabei sein?
Und diese Injektion ist der Schritt dahin. Wer diese Injektion bekommen hat, kommt da nicht mehr raus. Also es geht darum, jetzt in die Aktion zu gehen. Ich glaube, das reicht.